Es ist Zeit für YouTube Shorts. Let's go! Ah, das ist ein Video von Alan Becker, der diese... Alter, ein Gesicht. Diese Animationsvideos. Alter, wie komisch ist das denn? Es ist so ungewohnt, dass sie plötzlich ein Gesicht haben. Der sieht ja süß aus. Hey, das ist so geil gemacht. Das ist so gut gemacht. Seid ihr schon mal bei eurem Nachbarn eingebrochen? Nö. Ich jetzt schon. Mein ganzes Haus hat sich letztes Mal ausgesperrt. Hast du versucht, einzusperren? Einzusperren. Es konnte keiner mehr raus. Und keiner mehr rein. Und das so für circa 2 Stunden. Ich will ja nichts sagen, aber hätte es gebrannt, wäre super Krise gewesen. Komm also vor meiner Tür an und mein Nachbar kommt schon auf mich zu. Kannst du die Tür öffnen? Ja. Und tada! Nein. Als ob ich bei meinen Nachbarhomies geklingelt. Ob die vielleicht runterkommen können, weil die Tür klemmt. Aber das ging auch nicht. Die hat sogar ihr Baby weggelegt und hat es mit beiden Händen versucht. Die hat ihr Baby weggelegt. Ja, aber ist das so schlimm, Baby wegzulegen? Wir haben den Hausmeister angerufen. Ist nix mein Problem. Aber meins. 1 Million Schlüsseldienste angerufen. Kein Zeit. Oh, Schlüsseldienste gefährlich, sind teuer. Also blieb mir nichts anderes übrig, als auf den Balkon von meinem Nachbarn zu klettern. Alter. Und dann wie Rambo gegen die Tür zu treten. Was die Frau mit Baby leider nicht geschafft hat, um dann die Tür zu öffnen. Als ob sie das... Sie ist selber hochgeklettert. Sie ist freaking Ninja. Das sind ikonische Sätze aus der Schulzeit, wie zum Beispiel... runter vom Mattenwagen. Ich beende den Unterricht und nicht die Uhr. Eine der größten Lügen, die einem Lehrer erzählen. Aber sich dann beschweren, wenn Schüler bei ihrer Präsentation überziehen und sie fast sofort unterbrechen. Wenn ich euch nachts wachrüttle und danach frage, muss die Antwort wie aus der Pistole geschossen den kommen. Den Satz kenne ich nicht. Binomische Formeln. Ich habe keine Ahnung mehr. Oh, da muss ich auch zugeben, ich weiß auch nicht mehr. Mit dem binomischen Formel, das habe ich ja alles für Satz des Pythagoras und alles. Wie die gehen. Aber die wirst du in deinem Leben noch brauchen. Ja, es kommt natürlich darauf an, was man in seinem Leben macht. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht gering, dass man sie tatsächlich irgendwann nochmal braucht, sofern man irgendwas zum Beispiel mit Mathe studiert. Und da rede ich jetzt nicht davon, von Mathematik studieren, sondern BWL, VWL und so weiter. Sobald ihr irgendeinen Statistikkurs oder Mathekurs in der Uni habt, Junge, der zerballert euch, ich sag's euch. Ich hab auch nicht immer einen Taschenrechner dabei. Die Antwort doch, mein ist Handy. 15. Was? Äpfel? Birnen? Hühner? 11. Ich denke, das Denken überlassen wir den Pferden. Und auch, Glauben kannst du in der Kirche. Die Mitochondrien. Die Mitochondrien sind das Kraftwerk der Zellen? Andreas, vervollständige den Satz. Andreas. Und Adenosintriphosphat, ATP, ist das Kleingeld der Zelle. Abonniert für mehr. Ed Koala, Mann. So sieht eine Schaumparty mit Millionen-Dollar-Kampfjets aus. Und hier sieht man einige Blackhawk-Helikopter, die schon zur Hälfte im Schaum verschwinden. Und das ist ganz schön gefährlich für die Luftfahrzeuge. In beiden Fällen ist das gleiche verantwortlich. Das Hangar Foam Fire Suppression System, das versehentlich ausgelöst wurde. Diese Systeme sind vollautomatisch und reagieren schon bei den kleinsten Anzeichen eines Feuers. Überraschend oft, aber auch zu schnell. So, das sind übergroße hier Riesensprengler. Ja gut, wenn da natürlich irgendwie so ein Helikopter fängt Feuer oder so ein Kampfjet, wenn das auf die Bomben übergeht, gar nicht nötig gewesen wäre. Innerhalb von 2 Minuten wird der Hangar geflutet mit Wasser, das eine 2%ige Lösung Löschschaum enthält, der extrem gut darin ist, Flammen zu ersticken. Vor allem effektiv gegen Treibstoffbrände. Hunderte Kubikmeter Schaum regnen von der Decke herab und türmen sich bis zu 2 Meter hoch auf dem Hangarboden auf. Und dringen auch in die ganzen Jets und Helikopter ein, die darin rumstehen. Der Schaum kann zwar Flammen löschen, beschädigt aber auch empfindliche Elektronik. Deswegen sollte man das Cockpit wohl lieber nicht offen lassen. Ey, so ein Flugzeug kostet doch bestimmt 100 Millionen, oder nicht? So wie hier. Außerdem wird die Korrosionsgefahr erhöht. So eine versehentliche Schaumparty verursacht also schnell mal Schäden in Millionenhöhe. Ja, locker. Ich muss meine Fußballskills verbessern, denn am 30. Juli bin ich bei war aber ganz gut, oder? Dabei. Oh. Bin doch nicht dabei. Bin doch dabei. Das wird das größte Creator-Fußballturnier der Welt. Also bin ich in den Baumarkt gefahren und habe mir ein Tor gebaut, damit ich trainieren kann. Denn das Event findet vor über 30.000 Zuschauern im Fußballstadion in Mainz statt und ich darf mich nicht blamieren. Hab auch schon mal Kondition trainiert. Es gibt 4 Teams, die gegeneinander antreten. Oha, first try einfach. Ich bin im Team Younes und mit mir haben wir auf jeden Fall gute Karten. Denn ich bin so schnell beim Training. Wer ist eine Maschine? Ich gleichzeitig der Schütze, die Mauer und der Torwart. Wir sehen uns am 30. Juli in Mainz. Die Tickets sind auch schon verfügbar. Das war ja schon. Film versus Realität. Von einem Killer gejagt werden. Oh, wie es im Film ist. Oh mein Gott,
Ich glaube, der Killer hat Marvin ermordet. Was? Na ja, gut. Marvin hat sowieso ein bisschen genervt. Hey, ich direkt neben euch. Was sollen wir nur tun? Der will jeden von uns tot sehen. Wir sollten uns aufteilen. Jeder von uns läuft allein und ohne Waffe im Wald umher. So kann er uns bestimmt nicht bekommen. Oh mein Gott, das ist die perfekte Idee. Lass uns direkt losrennen. Rein theoretisch ist es doch wirklich eine gute Idee. Sagen wir mal, du bist zu viert und du teilst dich auf und rennst in vier unterschiedliche Richtungen. Der Killer, gut, einer hat Pech gehabt. Aber in der Zeit, wo er den einen verfolgt, sind die anderen drei ja safe. Weil das schafft er doch nicht, diesen Abstand wieder aufzuholen. Einer ist am Arsch, aber ey, Pech. Bin ich der Einzige, der das Gefühl hat, dass es keine gute Idee wie es in der Realität wäre? Oh mein Gott, der Killer hat uns was erwischt. Ja, das war richtig knapp. Ich wollte Marvin schon ein Bein stellen, damit der Killer mit ihm abgelenkt ist. Was habe ich dir getan? Was sollen wir machen? Der möchte sich bestimmt jeden von uns holen. Naja, er ist alleine und wir sind in einer Gruppe. Wir könnten ihn gemeinsam überrumpeln. Da ist er. Auf ihn, schnappt ihn! Komm her, du Penner, ich war nicht fertig. 6,5 Stunden später. So, die Polizei ist auf dem Weg. Das heißt, wir können mit der Piñata spielen. Mann, jetzt habe ich Mitleid mit dir. Mit Abstand schwierigste Treppe, die ich jemals gegangen bin. Ich muss echt aufpassen, dass ich hier keinen Spagat mache, was ich auch nicht kann. Und ich hatte das Gefühl, irgendwas mache ich hier falsch. Bis ich es dann irgendwann mal gecheckt habe, dass man die auch smart gehen kann. Markiert mal eure Freunde, die das auch nicht gecheckt hätten. Einfach ist hier auf keinen Fall. But I made it. Ah, das ist ja cool. Freunde, schneller habt ihr sicher noch nie Pommes gemacht. Ah, das sind Melonendinger oder was? Ja, im Hintergrund läuft leider von Harry Styles Watermelon Sugar. Hi. Das ist wirklich die perfekte Erfrischung. Ja, das kann ich mir, aber das sieht gut aus. Mit einem leckeren Dip schalle ich mir rein, obwohl ich wäre viel zu faul, mir daraus Pommes zu machen. Ich schneide die Melone und dann rein ins Mull. Oh! Wieder eine lacht. Oh! Jetzt hat's geklappt. Oh. Alter. War krass. Es war cool. Hey Bro, schüttel meine Hand als Charakter. Schüttel meine Hand als Charakter. Schüttel meine das? Hand als Charakter. Ich muss zugeben, ich kenne das. Sind alles so Anime-Charaktere, ne? Charakter. Schüttel meine Hand als Charakter. Schüttel meine Hand als Charakter. Oh, das ist Naruto. Hey Bro, schüttel meine Hand als Charakter. Das ist ein Pirat. Hey Bro! Ich weiß leider nicht, wer das ist. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr! Bitte helfen Sie mir! Wenn du die Prüfung vergeigst. Ich bin in Gefahr! Hey, was ist da los? Wer auch immer die Prüfung erstellt hat, hat vergessen, Credits an Albert Einstein und Stephen Hawking zu geben. Das sind ganz normale Fragen, wie auch aus dem Unterricht zuvor. Was hast du denn das ganze Schuljahr gemacht? Chinesische Filme ohne Untertitel geschaut, chinesische Hörbücher gehört und so weiter. Dann hättest du wohl weniger Filme. Ich habe gerade von Ihrem Unterricht geredet. Kann ich wenigstens bei der Frage anfangen, die ich will? Ja, klar. Gut, da hier keine Frage dabei ist, die ich will, kann ich ja gehen. Warte, du kannst doch jetzt nicht einfach so abhauen. Kennen Sie den Spruch von Julius Caesar, mit dem er Geschichte geschrieben hat? Du meinst, wenn die ich kam, sah und siegte. Ich schreibe heute Geschichte mit einem ähnlichen Spruch. Veni, vidi, violini. Ich kam, sah und vergeigte. Eine Toilette mit Glaswänden, mitten in der Öffentlichkeit. Würdest du sie benutzen? Das Besondere ist aber, keiner kann dich sehen, denn von außen ist... Ja, und plötzlich geht das doch. ...das Glas verspiegelt. Das gab es temporär in London und New York. Die Idee dahinter ist, dass in vielen Bereichen der Welt das Geschäft auf der Toilette nicht so intim ist wie bei uns. Viele Menschen haben nicht den Luxus der Privatsphäre auf dem stillen Örtchen. Und diese Toilette soll dazu einen Denkanstoß geben. Wirklich? Aber ist das nicht... Also wo in welchen Ländern wird denn sozusagen öffentlich einer weggeschallert? Warum Paluten? Den kenne ich! Warum heißt Paluten Paluten? Wie suchst du den Kanalnamen? Damals habe ich einen Namen gesucht, den es auf YouTube, der auf YouTube noch nicht vergeben war. Mittlerweile kann man das ja, ist es kein Problem, wenn Namen doppelt vergeben sind. Ne, das ist so, weil man dann youtube.com/Paluten. Also ich wollte sozusagen einen Namen haben, weil sonst wäre es ja Star Destroyer 48718. Wisst ihr, weil der Name schon vergeben ist. Es geht halt nur noch darum, was verifiziert ist. Aber ich habe einen Namen gesucht, der noch frei war. Einfach, ja. Ich habe einfach dann ganz viele Kombinationen ausprobiert, was ist auf YouTube noch nicht vergeben, Paluten, und irgendwann kam tatsächlich einfach Paluten dabei raus. Ein Name, der auch eingängig war, und dann dachte ich, okay, ich bin Paluten. Mehr gibt es da tatsächlich nicht hinter zu sagen. Ich heiße weder mit Nachnamen Luten oder habe sonst wo irgendwie einen Verwandten, der Luten heißt oder so. Es war einfach nur, ja, es war halt diese YouTube-Domain, youtube.com/Paluten war halt einfach da noch frei.
Das war 2012 dann mein Beginn. Oh, jetzt bin ich gespannt, was die Leute schreiben. Palette ist, bleibt mein Lieblings-YouTuber. Das ist nett. Ja, wie gesagt, ja, mehr gibt's dazu eigentlich nicht zu sagen. Habt ihr früher mal Dinge getan, von denen ihr heute nur noch denkt, was habt ihr da? Oh ja, ständig denke ich mir das. Ständig, wirklich. Beigeldacht, hab bei der Arbeit fast immer Ja gesagt, um ein guter Kollege zu sein. Größter Fehler überhaupt. Ah ja. Definitiv. Lerne Nein zu sagen. Ja, sonst gibt's nämlich leider manchmal Leute, die einen ausnutzen. Das hat 1,2 Millionen Likes. Warum, was sind das für komische Leute? Hä? Junge, ich check's nicht. Diese eine Person beim Fangenspiel. Ha! Hab dich gleich! Fischstopp! Was? Wieso? Ich hatte dich fast. Ja, Klibbo! Ha! Hab dich! Boah, das zählt nicht. Ich hätte Spielstopp. Du machst jedes Mal Spielstopp, wenn man dich fast fängt. Oh nee, Alter. Ich hab keinen Bock mehr. Gut, dann fange ich eben die anderen. Okay, dann mach ich wieder mit. Ach, du kleiner Dreckiger. Junge, das ist aber so true. Hi. Das ist der schärfste Chip der Welt. Den kennst du wahrscheinlich. Ja. Du bekommst von mir 15 Euro, wenn du es schaffst, den schärfsten Chip der Welt zu essen. Nein, mach es nicht. Und die Challenge dabei ist, du darfst eine Minute nichts trinken. Oh, das ist geil. Dann sind die 15 Euro deine. Nein, mach's nicht. Wenn du mir sogar noch auf TikTok... Weil ich glaube, der ist echt... Also, ich habe Videos gesehen von Leuten, die den gesnackt haben. Und die sind übertriebenst... Also, das muss wohl wirklich krass sein. Verdoppel ich den Betrag auf 30 Euro. Mhm. Folgst du mir? Ja. Okay, gut. Dann fangen wir an, würde ich sagen. Ja. Hast du Angst? Nö. Okay. Ich schon. Ich würde es nicht machen. Dreimal übergeben. Gut. Dann wünsche ich dir guten Appetit. Danke. Udi. Wie fühlst du dich? Gut. Ehrlich? Mhm. Doch alles gut? Ja. Wenn du Milch brauchst, sagst du Bescheid. Ja. 25 Sekunden. Oh, jetzt geht's los. In welcher Stadt sollen wir das als nächstes machen? Einfach mal kommentieren. 3, 2, 1, geschafft. Stark. So, jetzt brauchst du aber Milch, oder? Ja. Okay. Letzte Worte. Probier das aus. Nee, Junge, ihm geht's gar nicht gut. Guck mal in sein Gesicht. Oh Gott, er denkt sich, oh Mann, warum habe ich hier Mist gemacht? Mach das lieber nicht. Alter. 13-Jähriger filmt einen Polizisten, der für seine Mutter tankt. Mann, ich kann das alles nicht mehr. Thema Tomatenblätter abschneiden. Auf was achtet man da? Warum kriege ich sowas in meine Timeline gespielt? Welche Tomatenblätter müssen ab, hä? Mathelehrer im Fitnessstudio. Alter, ich glaube, der geht wirklich pumpen. Das kriegst du ja nicht einfach so. Guck dir mal den Rücken an. Fragerunde Teil 2. Gibt es noch eine Mindestgröße? Ja, wir haben noch eine Mindestgröße. Ihr müsst mindestens 1,62 Meter groß sein. Es gibt eine Mindestgröße bei der Polizei? Warte, da ist sie. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war's für heute. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal.